Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil unserer Sendung Börse Live Gold Spezial. Bei mir aus Wien direkt zugeschaltet, Dimitri Speck. Er war einer der Ersten, der mit seinem Buch Geheime Goldpolitik diese Manipulationen am Goldmarkt öffentlich gemacht hat. Und ich freue mich, dass er uns zum Interview zur Verfügung steht. Herr Speck, es ist im Prinzip ein offenes Geheimnis oder jeder spricht darüber, dass es Manipulationen gibt auf dem Goldmarkt. Sie waren als einer der Ersten, der gesagt hat, ja, das mache ich öffentlich. Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch gesagt, dass die Notenbanken dahinter stehen. Welches Interesse haben denn die Notenbanken daran, dass überhaupt ein Goldpreis niedrig gehalten wird? Gold ist ein nicht inflationierbares, in der Menge begrenztes Wertaufbewahrungsmittel. Und die Zentralbanken wollten, das war ihre ursprüngliche Motivation, vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Inflationserwartung gesenkt wird und zunehmend natürlich auch, dass das Vertrauen in unser Geldsystem gestärkt wird, indem der Goldpreis nicht steigt, insbesondere beispielsweise in Krisen nicht steigt, wie während der Zypernkrise. Wenn dort der Eindruck erweckt worden wäre, durch einen stark steigenden Goldpreis, dass die Krise nicht unter Kontrolle zu bringen ist, dann wäre es möglicherweise eben für das Finanzsystem negativ gewesen. Aus den Gründen haben Zentralbanken und Staaten generell und vor allen Dingen natürlich die USA ein Interesse daran, dass der Goldpreis nicht oder nicht zu schnell steigt. Welche Mittel hat denn die Notenbank? Also natürlich, sie kann direkt Gold verkaufen, aber das ist natürlich ein Mittel, das sie nur begrenzt einsetzen kann, weil irgendwann werden die Goldvorräte natürlich sinken. Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwelche Mittel, die eine Notenbank einsetzen kann, damit sie den Goldpreis nach unten drückt? Also die ursprünglichen Mittel, das Ganze begann im August 1993, systematisch, davor gab es nur einzelne Interventionen im Goldmarkt. Die ursprünglichen Mittel waren eben einfach Verkäufe und auch Verkäufe aus Verleihungen, also da haben die Zentralbanken Gold verliehen, das dann verkauft wurde. Und ab 2001 wurde dann die Strategie geändert. Seitdem spielen vor allen Dingen die Terminmärkte eine ausschlaggebende Rolle. Das heißt, es werden in kürzester Zeit sehr viele Kontrakte, sehr große Goldmengen über die Terminmärkte, sprich die New Yorker Comex, verkauft. Und das soll einfach Investoren abschrecken, in diesen Markt zu investieren, weil Gold ist ja ein Anlagegut. Wenn es nicht steigt, wird es uninteressant. Das ist dieses Mittel. Aber ich glaube, Sie gehen jetzt dazu über und sagen, das ist eigentlich nicht mehr die Fed, die sowas macht, sondern die bedient sich oder es sind vor allem US-Großbanken, die jetzt am Markt agieren. Ist das richtig? Ursprünglich kann man über Zitate bei der FED eben in den 90ern herausbekommen, dass die FED selbst interveniert hat, beziehungsweise die FED und die Treasury, also das US-Schatzamt, das hier immer mit beteiligt ist. Und es scheint in der Tat so zu sein, und zwar in der Folge des Crashs 1987 am Aktienmarkt, dass eben zunehmend für Interventionen eben Privatbanken, große Banken in den USA herangezogen werden und es ist allem Anschein nach auch im Goldmarkt der Fall. Das heißt, diese schockartigen Interventionen am Markt über die Terminmärkte werden ganz offensichtlich durch die Großbanken durchgeführt. Ja, aber heißt es denn, dass die Großbanken nur Erfüllungsgehilfen staatlicher Stellen, sei es die FED, sei es das Schatzamt ist, oder haben Großbanken auch ein eigenes Interesse daran, dass der Goldpreis niedrig bleibt? Sie haben kein eigenes Interesse daran oder kein unmittelbares und nicht so starkes Interesse daran, dass der Goldpreis niedrig ist. Aber diese Interventionen können profitabel sein, wenn sie richtig gemacht werden. Das heißt, wenn es gelingt, andere Anleger durch kurz sehr schnelle Verkäufe eben dazu zu bringen, auch zu verkaufen, dann ist diese Aktion profitabel. Das ist eben anders als bei Verbrauchsgütern, bei Gold, weil es ein Anlagegut ist und das ist anscheinend das unmittelbare Interesse der Großbanken. Sie haben also nur die Deckung des US-Staates und sie haben vielleicht einzelne Aufträge, wenn es besonders kritisch ist, wie in der Zypernkrise, aber sie machen es aus freiem Profitinteresse heraus. Das heißt aber, im letzten April haben wir zum Beispiel so einen Preisrutsch gesehen, wo offensichtlich eine sehr, sehr große Verkaufsorder im Markt war, die dann anschließend zu Anschlussverkäufen geführt hat. Das war dann so ein Szenario, wo Sie sagen, da haben Sie dann auch ein eigenes Interesse oder verdienen die Banken auch sehr gut Geld damit. Genau, es muss ein Gewinninteresse da sein, anders würde das nicht funktionieren. Und es ist eben theoretisch und praktisch auch möglich bei Gold, weil eben andere Investoren dazu gebracht werden können, ebenfalls zu verkaufen und dadurch der Preis eben noch weiter fällt.
Wir haben es alle durch die Presse erfahren. Es gibt zumindest, was das Londoner Fixing betrifft, Ermittlungen von Seiten der BaFin oder von Seiten von Finanzbehörden, die jetzt das genau unter die Lupe nehmen und sagen, da wurde schon seit Jahrzehnten so ein bisschen ja, Schmu betrieben. Fühlen Sie sich da einerseits bestätigt darin in Ihrer Ansicht und andererseits hilft es dem Anleger irgendetwas? Also eine der statistischen Beweise für diese Goldpreismanipulationen und eigentlich der bekannteste ist eben, dass zum Fixing hin der Preis recht häufig recht stark fällt. Das kann man einfach durch Durchschnittsbetrachtung und andere Statistiken eben herausbekommen. Der Fall, den die britischen Aufsichtsbehörden herausbekommen haben, das ist aber erst ein Einzelfall und der ist auch bloß aufgeflogen sozusagen, weil ein Kunde sich beschwert hat. Und er betrifft nicht die parallel dazu stattgefundene Intervention am Terminmarkt, weil auch in diesem Fall, in diesem Einzelfall war es nicht nur so, dass der Händler der Betroffene direkt Gold verkauft hat, um seine Option profitabel zu gestalten, die eben ans Fixing gebunden war, sondern parallel dazu gab es auch einen starken Rückgang am Terminmarkt und der ist, wenn Sie den Bericht anschauen, von der britischen Aufsichtsbehörde einfach erwähnt. Parallel davon fand ein starker Rückgang am Terminmarkt statt, der den Preis auf das Fixing drückte. Und das wird dann nur erwähnt, dass die Terminmarktinterventionen werden nicht aufgeklärt und da ist auch weder die BaFin noch die britische Aufsichtsbehörde dahinter. Das wäre Sache der amerikanischen und die gehen dem nicht nach. Da wären wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn da eine FED oder eine ja, wer auch immer staatliche Behörde dahinter steht, hinter diesen Manipulationen. Wie hoch ist denn dann überhaupt das Interesse seitens des Staates oder seitens staatlicher Stellen, das überhaupt aufzuklären? Das gegenwärtige Interesse ist nicht gegeben. Es gibt vielleicht irgendwann, wenn es aufkommt oder historisch betrachtet wird, das Interesse, das aufzuklären oder mal darzulegen, wie es in der Vergangenheit ja auch war. Auf Währungsinterventionen beispielsweise wurden ja in den 80er Jahren nicht sofort bekannt gegeben, sondern erst als eben so viele Spuren da waren, beispielsweise in den Bilanzen der Zentralbanken, dass sie eben dazu gedrängt wurden, es bekannt zu geben. Ich vermute mal, dass auch die Goldintervention erst mit einer zeitlichen Verzögerung von möglicherweise vielen Jahren wirklich offiziell gemacht wird. Ja, das ist eigentlich genau schon die Frage. Was müsste denn passieren, dass das überhaupt mal diese Manipulation ans Tageslicht kommt und dass sie dann irgendwann auch mal endet? Also, dass sie ans Tageslicht kommt, ich meine, sie ist an dem Tageslicht. Ja. Also Experten gehen im Prinzip davon aus, dass im Goldpreis manipuliert wird. Dazu sind die Hinweise, die statistischen, auch die Zitate einfach viel zu dicht. Aber dass sie offiziell ans Tageslicht kommt oder durch Insider zum Beispiel ans Tageslicht kommt, dazu das kann man natürlich nicht genau sagen, wann es der Fall sein wird. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn der Goldpreis bereits so hoch steht, was ich vermute, dass er in einigen Jahren der Fall sein wird, dass einfach das gegenwärtige Interesse der Zentralbanken, ihn noch weiter zu drücken, sehr gering ist, ja, weil er bereits hoch steht und nicht mehr weiter steigt. Das wäre zum Beispiel ein Umfeld, wo das der Fall sein könnte. Sie sagen, dass Sie davon ausgehen, dass in einigen Jahren sehr hoch stehen wird. Können Sie das irgendwie in der Ziffer festmachen? Also meine These ist, dass wir in einer sehr stark überschuldeten Welt sind. Es gibt viel zu viel Kredite, damit gibt es auch viel zu viel Bankguthaben, denen ja immer eine Schuld gegenübersteht. Und ich vermute, dass es hier Fluchtbewegungen geben wird. Und ich vermute nicht nur von privaten und institutionellen Anlegern, sondern auch von Zentralbanken selbst. Das heißt, das Misstrauen der Zentralbanken untereinander und das Vertrauen auch in Papierwährungen wird meines Erachtens stark zurückgehen und sie werden stärker international in Gold investieren, weil die Zentralbanken sind ja keine Einheit. Also die US-Zentralbank hat im Prinzip ein anderes Interesse als die anderen Zentralbanken dieser Welt. Und irgendwann wird hier meines Erachtens und zwar relativ bald vermutlich, eine starke Nachfrage entstehen. Und Gold kann als Reserveasset für die Zentralbanken eigentlich nur eine Rolle spielen, wenn es deutlich höher steht. Und wie gesagt, der Forderungsüberhang, also die Anzahl der Schulden gegenüber der Wirtschaftskraft, ist heutzutage deutlich höher als beispielsweise in den 60er und 70er Jahren. Wenn hier eine Fluchtbewegung aus dem Papiergeld eben in Sachwerte, speziell in Gold stattfindet, sehen wir meines Erachtens deutlich höhere Preise. Also ich denke hier nicht nur plus 100%, sondern wirklich faktoriell höher. Okay, ich sehe schon, Sie wollen sich da nicht unbedingt festlegen auf eine genaue Zahl. Vielleicht eine Frage noch so.
Wenn Sie sagen, die Notenbanken werden auch zu den Käufern gehören, glauben Sie denn, dass wir in irgendeiner Form zu einer goldgedeckten Währung zurückkehren werden? Und wenn ja, wird es tatsächlich wieder der Dollar sein? Es gibt im Moment aus verschiedenen Gründen keine Alternative im Papiergeldbereich, die den Dollar ablösen könnte. Ja, also der Euro ist zu gespalten, das Militär ist zu schwach und dergleichen mehr. Insofern wird der Dollar auch in Zukunft, solange er eben Bestand hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, eine große Rolle spielen. Aber ich denke einfach, dass Gold eine deutlich stärkere Rolle einnehmen wird. Das muss kein Goldstandard sein, sondern es kann einfach sein, dass eben Zentralbanken, wie sie es auch in der Vergangenheit gemacht haben, eben Kredite nur vergeben, wenn sie eben durch Gold hinterlegt sind. Oder dass sie eben Handelsbilanz oder Leistungsbilanzsalden vielleicht zukünftig wieder stärker mit Gold ausgleichen. Das könnte ein erster Schritt sein. Aber ist es denn nicht so? Also gut, die Chinesen melden seit 2009 offiziell keine veränderten Goldbestände, aber viele Experten gehen davon aus, dass in Wahrheit hinter den Kulissen Gold gekauft wird. Wäre es denn nicht so, wenn die Chinesen von heute auf morgen dann irgendwann mal melden würden, wir haben 5000 Tonnen Gold, dass das den Yuan, den Renminbi, wesentlich stärken würde im Vergleich zum Dollar? Also er ist ja bereits relativ stark, weil die Chinesen natürlich laufend Leistungsbilanzüberschüsse erzielen. Und das wertet natürlich im Prinzip immer eine Währung auf. Und die Chinesen haben auch mittlerweile sehr hohe Devisenreserven. Das darf man nicht unterschätzen, weil daraus folgt unmittelbar, dass die Chinesen selbst auch ein sehr starkes Interesse daran haben, dass der Dollar nicht zu schwach wird, weil sie einen großen Teil dieser Devisenreserven eben in Dollar halten. Also was manche vermuten, dass ausgerechnet von China in der näheren Zukunft sozusagen ein sehr starker positiver Impuls für Gold stattfinden wird, das wage ich zu hinterfragen, weil die Chinesen eigentlich ein noch stärkeres Interesse daran haben, dass der Dollar stabil bleibt. Also Gold muss deutlich teurer sein als aktuell, damit es für Zentralbanken wie China oder so überhaupt in Frage kommt, hier größere Geldbeträge zu investieren. Das ist also, klingt ein bisschen paradox, aber das ist notwendig. Herr Speck, dann darf ich mich bedanken. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Und Ihnen, lieben Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen Dank auch von meiner Seite.